So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4 und weiter geht's. So, dann holen wir mal den Fahrstuhl. Nein. Ja, jetzt? So. Naja, mal sehen, ob Was ich morgen. nicht alles für eine Schlagzeile mache. Ja, ihr könnt doch reinkommen. Ihr sollt nicht die Kisten umrennen oder so. Wo ist denn Diegen? Hallo, Diegen. Piper, hast du gesehen? Deine Haare haben mir flattert. Was? Alles Ist doch Loot. nur eine Verwendung für das Zeug, Eva. Ha, Piper, das kommt alles noch. Wenn wir auch ein bisschen bauen, dann dafür brauchen wir das alles, meine. Aber erst einmal wollen wir. Wo kommt denn der schon wieder her? Dafür machen wir aber erst noch ein bisschen, bevor wir mal hier so ein bisschen Baufolgen machen, so richtig so. Ja, was heißt richtig? Erst einmal für die Siedlung Grundausstattung und alles überall machen. Machen wir so nach und nach. Gelber Filzhut. Filzhut. Komm mal. So, Ladebildschirm. Jumo. Ja, dann gehen wir mal die Quest ab, dann kommen wir da rein. Ich glaube, dann müssen wir mit Tim. Wir werden sehen. Reden und dann. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ist oder auch mal vor. Bam erst? Ja, für Bam müssen wir noch zwei Questen machen. Ach, ärgerlich. Jetzt nicht ärgerlich, wie ich ein Spiel. Ich meine, weil ich ja eigentlich scharf auf das. Ja, ihr wisst schon. Bin. Bewegung entdeckt. Seltsam. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Ja, scheint so. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ach Quatsch. Hallo. Selber hallo. Ach, weg. Einfach so. Piper, was erzählst du? Wow. Ich sag doch, ich mag das Wetz. Was seid denn ihr? Wo kommt denn der her? Kommt die. Oh. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Ach. Der Erlöser ist doch geil, oder? Geht jetzt so geil. Aber durch die. Ach, echt jetzt? Diegen! Ach, geht doch mal. Hallo.
Och, echt? Manchmal aber auch. Ich wollte doch hier noch. Ach nee, hier war ja nichts mehr, ne? Doch, hier die Flasche. Och, echt. Manchmal sind es aber auch. Wir stehen überhaupt nicht im Weg. Ach wohl. Wir haben, was wir wollten. Teilen wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. Wir waren ein gutes Team. Das Beste. Wir sehen uns. Ja, geh weg. Stand's eh nur im Weg. Bye, Bro. Hey. Hm? Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Nein, ich habe was für dich. Mal oben. Ups. So, können wir hier drinnen ein bisschen rumlooten. Gucken. Du bist da. Ach ja, so, das Ding ist leer. Was haben wir denn hier noch? Piper, 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 Piper. War ich was? So. Müssen wir überhaupt hin? Habe ich was von Katakomben, hat er gesagt. Wow. Da runter. Ja, wir looten aber das Ding hier noch. Dann gehen wir mal rund Portmunds hin. Das Ding. Hier riecht Aluminium, ist ganz wichtig. Ist ganz wichtig. Gut. Ach ne, hier. Ja. Wow, was war das? Habt ihr ihn? Oh. Das ist ja auch noch was zu tun. Nein, wir wollen das erstmal machen. Hier kommt er noch mal hin. Wir wollen erst mal das abschließen. Das war nach Fall Harbor gehen. Da die Questen abschließen können. Ja, Stille. Wir sehen ein Bett drehen, was nicht so lecker aussieht. Ich will es nicht essen, aber ich will auch nicht drin schlafen. Aber ich sag mal, bei einer Apokalypse, boah, oder bei der Fallout, ja. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Dass man über jede Matratze froh, die man dann in so ein Ödland findet. Oder allgemein. Weil auf dem Lattenrost oder was es sein soll darunter dann. Ich will auch nicht schlafen. Das dauert aber so lange. Komm, mach doch. Ja, das ist der Nachteil. Wir reisen zwar schnell hin,
Aber der Ladebildschirm, der reißt alles wieder im Keller. Alles wieder runter. Endlich. So, und zwar da lang. Und noch ein Ladebildschirm. Ach komm, komm, wir waren schon hier drin, da kann das doch ruhig ein bisschen schneller gehen. Liebes Spiel. Liebes Spiel. Nein, da lang. Boah, was ist denn das immer? Und der Neue hat mich zusammengepflegt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Wow, das ist ein Lügner, oder? Warum glaubst du Deacon nicht? Sagen wir einfach, dass Deacon es mit der Wahrheit nicht immer so hat. Jedes einzelne Wort davon. Und das war noch... Wenn ihr nicht den Prototypen hättet, wäre ich mir sicher, dass ihr mir dreist ins Gesicht lügt. Siehst du? Habe ich doch gesagt, Boss. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre wahnsinnig, mich aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Wir müssen definitiv mehr auf Charisma machen, ne? Der hat ja die Luche und Ende und Piper da hinten abgespackt. Ja. Müssen wir ja machen. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Yeah. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Boah. Bullseye. Nennt mich Bullseye. Wenn man Deacons Erzählungen über dein Kampfgeschick Glauben schenkt, scheint mir Bullseye passend. Yes. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Es der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer besten. Nächstes Mal werde ich vielleicht. Sei also vorsichtig. Ich brauche ein bisschen Spaß. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Hallo. Willkommen in der Familie. Wir sind ein bunter und durchaus verrückter Haufen. Und du bist jetzt mit dabei. Ach ja, wenn du einen Begleiter möchtest, lass uns doch einfach wieder zusammen losziehen. Nee. Was? Jetzt gerade nicht. Genau. Ja, wenn du es dir anders überlegst. Wir müssen erst den Björk mit... Hey Neuling, mein Name ist Trommler. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Nö. Nee. Das kann ein wichtiger Job sein. Na klar, ich könnte durch eine dumme Tafel ersetzt werden. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig.
Cool. Von einem Ladebildschirm zum nächsten. Komm, mache. So, hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ach, ein bisschen chaotisch. Also gibt es eine Menge für dich zu tun. Entschuldigung. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du. Warum rennt denn der weg? Was denn du? Gibt's denn da? Ja, schöner Stein, oder? Hört mal alle hier. Das hier ist. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat. Aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt es dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. So war ja klar, ne? Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth. H2222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Was ist ein toter Briefkasten? Komm schon, Blue. Das hier ist nicht die Anfängerklasse. Gott im Himmel. Ein toter Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Ja, doch, Entschuldigung. Verstehe. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Ist ja gut. Ich habe ein Heft gesehen. Das nehmen wir mit. Unglaubliche, was überwältigende Geschichten. Verdammt nochmal, ja. Du sagst... So. Lass dir Zeit. Leute, die lesen können, zahlen meine Miete. So. Bam können wir jetzt noch nicht machen, oder? Tüftelturm ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Was gibt's? Alle Prozesse sind aktiv. Bam. Verarbeite. Agent. Volltreffer. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Seltsame Art, Hallo zu sagen. Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Oh ja. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Pam, prädiktive Analysemaschine. Schön, dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen. Unbekannte Person, ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Was? Das ist erstaunlich. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Auch wenn du manchmal falsch liegst, ist das unglaublich. Ich wiederhole. Vorsicht! Es wird als unklug erachtet, sich auf Vorhersagen dieser Einheit zu verlassen. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage: Was ist Ihr Ursprungsort?
Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Kryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Gut, damit ist auch die Folge damit zu Ende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder natürlich. Und somit bedanke ich mich für euer Zuschauen. Und für eure Kommentare, eure Likes und Mega Daumen an euch und tschüss!